Keimer in Europa. Wir kaufen die teuersten Grills und legen das billigste Fleisch drauf. In Frankreich ist das umgekehrt. Ich weiß es nicht, aber da ist man. Ja. Da, man dahin kommt, da erzählen einem, das ist ja so ein Chabonet, so ein Weidelind und irgendwelche Käsesorten. Und das ist, und da erzählen die einem, ja, ich habe das teuerste Fleisch gekauft, wenn ich als Gast. Wenn ich hier zum Fußballgucken gekommen wäre und wäre da irgendwie auf den Grillabend gegangen, dann hätte man mir erzählt, ja, ich habe den Steckchen gemacht, weil eigentlich gab es hier die Grillwürste, die sind nicht billig. Und diese Mentalität, die müssen wir ändern, weil das ist für jeden Landwirt gutes Weg. Die Hälfte der Lebensmittel in Deutschland werden weggeworfen. Teilweise schon auf dem Acker, weil der Handel sagt, die Gurke ist zu krumm, die Möhre ist zu krumm, die bleibt da liegen, die können wir nicht gebrauchen. Der Apfel hat dazu viele Stellen, dann in der ganzen Kette und am Ende der Verbraucher, der 40 Kilo kauft und das da hat und am Ende landet ungefähr die Hälfte, was mal produziert worden ist, der Lebensmittel im Müll. Und das kann man sich, glaube ich, angesichts von Weltungen nicht leisten. Und wir sind eine Marktwirtschaft, eine soziale und ökologische Marktwirtschaft und wollen das auch sein. Wir sind jetzt immer über den Preis, etwas, was nicht viel wert ist. Werfe ich auch leichter weg und deshalb muss Lebensmittel teurer werden. Wir können uns das in Deutschland auch leisten. Also alle Länder um uns herum, Österreich, Frankreich, Holland, geben deutlich mehr für Lebensmittel.